Eine richtige Beziehung für Christoph Saalfeld, das wünschen sich die Sturm der Liebe-Zuschauer. Mit Ariane Kahlenberg kommt jetzt eine heiße Anwärterin nach Bichlheim. Doch die spielt ein falsches Spiel. Seit einigen Tagen gibt es eine neue Frau in Bichlheim, Ariane Kahlenberg Viola Wedekind, 42. Die attraktive Brünette wird fast Opfer eines Autounfalls, wäre da nicht Christoph Saalfeld Dieter Bach, 56, zur Stelle, um ihr das Leben zu retten. Der Beginn einer großen Liebe bei Sturm der Liebe? Könnte man meinen. Neue Liebe für den Sturm der Liebe Bösewicht. Seit seiner Liebelei, oder nennen wir es Obsession, mit Eva Saalfeld Uta Kagel, 38, haben wir Christoph nicht mehr so beflügelt gesehen, wie jetzt mit Ariane. Er kümmert sich rührend um den Neuankömmling. Nachdem ihr Geheimnis gelüftet ist, sie will die Asche ihres verstorbenen Mannes im See verstreuen, kommen sich die beiden immer näher. Voraussichtlich Ende April landen die beiden dann auch erstmals im Bett und wir haben endlich des Rätsels Lösung. Wer die attraktive Frau aus dem Neujahrstrailer ist, die Christoph bezirzt? Wird Christoph doch irgendwann den Serientod sterben? Wir sprachen mit Dieter Bach und entlockten ihm einige Details. Was wird Ariane im Schilde? Doch wer glaubt, dass es endlich ein Happy End für den Fürstenhofteilhaber geben könnte, der irrt. Ende Mai kommt es im Verlauf der Serie so weit, dass Christophs Schwester Linda Julia Grimpe, 50, seine Fürstenhofanteile pro forma übernehmen soll. Doch als der Notartermin platzt, bittet er seine neue Liebe einzuspringen. In der Vorschau ist zu sehen, wie ein verliebter Christoph seiner neuen Freundin dankt. Diese wiederum sieht aber alles andere als friedvoll aus, sondern eher so, als würde sie etwas im Schilde führen. Und tatsächlich steht dort auch geschrieben, dass sie in Folge 3384 voraussichtliche Ausstrahlung 20. Mai, auf der Suche nach dem Florian Frohein, 31, ist, da sie mit ihm etwas Wichtiges besprechen muss. Um was es sich handelt, erfährt man erst einmal nicht. Bricht Ariane Christoph Saalfeld das Herz und nimmt ihm die Fürstenhofanteile? Nachdem die Übertragung der Anteile erfolgreich über die Bühne gebracht wurde und Christoph so dem Ärger mit dem Finanzamt aus dem Weg geht, könnte das Leben der beiden nicht schöner sein. Doch schon bald gerät der einstige Bösewicht ins Visier einiger zwielichtiger Personen, denn sein Auto wird sabotiert, sodass er zu einem Termin mit der Staatsanwaltschaft zu spät kommt. Ausgerechnet seine Schwester Linda äußert wohl daraufhin einen Verdacht, dass mit Ariane nicht alles stimmt. Ist Lindas Verdacht gerechtfertigt? Hört Christoph diesmal auf die Intuition seiner Schwester?